Neben mir, nach dem Ein-Punkt-Erfolg der Rhinos gegen Hamburg, Matze Güntner, dessen Frisur genauso hübsch ist wie meine, aber fast noch besser. Was habt ihr jetzt besser gemacht am Schluss? Warum hat es geklappt noch mit dem Sieg gegen Hamburg? Also ich würde sagen, wir haben den Defense zugeschlagen, richtig. Also wir waren auch dran am Stuhl, richtig. Also in den ersten bis zweite Viertel waren wir nicht richtig am Stuhl dran. Wir haben von draußen schießen lassen die ganze Zeit. Und dann sind wir gut gejumpt die ganze Zeit. Wir konnten den Zehner gut unter Druck setzen. Und denke ich mal, das war der Schlüssel des Spiels, dann die Defense, die wir gemacht haben. Genau. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Du bist ja immer so fast schon Mr. 100%. Bist du selbst zufrieden so mit dem, was du aufs Feld gebracht hast? Ja, also ich hatte heute drei Würfel, glaube ich, drei Treffer, glaube ich, oder? Ja. Ja, genau. Ja, und auch in dem Defense konnte ich auch gut gegen Schule arbeiten und immer den Ball oben abholen. Genau. Genau, guten Rebound konnte ich machen, ja. Sehr gut, dann danke ich dir vielmals für dein Statement und weiterhin viel Erfolg, gell, Matze? Ja, ja. Danke dir. So, während Frau Mohn noch die Stats studiert, kann ich mir schon mal eine Frage überlegen. Ja, Marino, ihr wart 17 Punkte tief gegen Hamburg, habt euch dann rangekämpft. Was war deiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg, dass es doch noch geklappt hat mit dem Erfolg gegen Hamburg? Also wir haben erstmal grottenschlecht angefangen, wir waren überhaupt gar nicht wach. Also irgendwie so gerade, als wären wir noch beim Aufwärmen, da hatten die, glaube ich, schon dann einen 10-0-Run. Und da habe ich schon gedacht, jetzt wird es schwer. Wir haben dann immer besser ins Spiel gefunden und die hatten auch am Anfang wirklich eine super Trefferquote. Ich glaube, der Ali hat jeden reingemacht. Das wurde dann hat sich dann irgendwann so auf Normalmaß eingependelt und dann sind wir zum Glück, haben wir es geschafft, zur Halbzeit wieder ein bisschen näher zu kommen, um dann im dritten Viertel auch in Führung zu gehen und dann war halt wieder alles offen. Ihr seid mit einem relativ kleinen Line-Up gestartet. Was hat deiner Meinung nach nicht so funktioniert? Beziehungsweise was wollte Marco Hopp eigentlich machen mit dem kleinen Line-Up? Was war so sein Plan? Was wir nicht so richtig geschafft haben am Anfang, ist überhaupt einen vernünftigen Wurf zu bekommen. Also normalerweise versuchen wir ja auch hinterm Schirm zu werfen. Das hat Marvin ein paar Mal ganz gut gemacht. Aber insgesamt war es sehr zerfahren, fand ich, in der Offense. Aber viel schlimmer fand ich noch die Defense in der ersten, zumindest im ersten Viertel. Ich weiß nicht mehr so genau, wann es besser wurde. Weil wir überhaupt nicht an den Stühlen waren. Die hatten viel zu viele, auch wirklich einfache Punkte unterm Korb. Und das haben wir dann im Laufe des Spiels geschafft, das ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Und das war dann auch, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Einfach auch die Defense besser, dass die Defense besser geworden ist. Wie gehst du eigentlich um mit deiner Rolle, sag ich mal? Du hast ja jetzt relativ lang gesessen, jetzt gar nicht böse gemeint, sondern du bist jetzt keine Starting Five-Spielerin. Ist das ein Problem für dich? Ja, weiß nicht. Ich guck mal auf meine Stats. Ich fand, es war heute ganz gut. Also von daher, da guck. Ja. Oh, 100%. Ja. Nee, von daher, also heute hat es funktioniert. Letzte Woche in Hannover war es ähnlich. Da kam ich halt auch erst kurz vor Halbzeit. Ob das immer so sein muss, ich würde auch noch mal früher rein, wenn es sein müsste. Also das überlasse ich dann halt Marco, das muss der entscheiden. Marina, vielen Dank für deine Zeit, weiterhin viel Erfolg. Gell? Dankeschön. Ja, Mareike, du hast den Siegtreffer auf der Hand gehabt, hat dann leider nicht geklappt. Was ist in dem Moment in dir vorgegangen? Eigentlich nicht viel. Ich war frei, es war ein guter Wurf. Ich habe mich einfach auf den Wurf konzentriert, aber ich habe halt die ganze Halbzeit keinen Ball in der Hand gehabt und dann ist es halt schwer, irgendwie in so einer schwierigen Phase. Ich habe ihn einfach zu kurz gelassen, nicht voll durchgedrückt und mehr kann man eigentlich nichts zu sagen. Ihr habt ein starkes erstes Viertel geführt, habt teilweise mit 17 Punkten geführt, haben die Wiesbadener dann zurückkommen lassen. Was ist deiner Meinung nach verkehrt gelaufen oder was hättet ihr besser machen müssen? Ja, wir haben einfach in der zweiten Halbzeit nicht richtig ins Spiel gefunden, haben zu viele einfache Fehler gemacht, immer wieder einfache Ballverluste in der Defense falsch rotiert. Also es waren einfach ganz viele einfache Fehler. Irgendwie war der Kopf wahrscheinlich nicht ganz da, alle nicht so richtig 100%ig im Spiel, wie am Anfang eigentlich es aussah und wir ja auch letzte Woche gut gespielt haben. Und irgendwie in der zweiten Halbzeit war der Wurm drin. Mareike, ich danke dir für deine Zeit. Ja, eigentlich ist er nicht bereit, hat er eben kurz vor dem Interview gesagt, nach der 62-63 Niederlage deiner Baskets hier in Wiesbaden. Umso mehr weiß ich zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, um den Fans zu Hause und auch uns zu erzählen, wie es nach der engen Niederlage in dir aussieht. Ja, wir haben das Spiel halt selber verloren und wir hatten das Spiel mehrfach in der Hand. Wir haben gut gestartet und haben dann die 14 Punkte haben wir mal geführt und haben das dann leichtgütig abgegeben und haben dann am Ende nicht mehr so sicher getroffen wie halt letztes Spiel zum Beispiel. Ja, das war
nicht so gut. Was war so der Knackpunkt deines Erachtens? Was hat dazu geführt, dass das Spiel so ein bisschen gekippt hat? Du hast es ja eben gesagt, es waren 17 Punkte, die ihr geführt habt im ersten Viertel. Was war so der Schalter, der umgekippt ist? Ja, wir haben, glaube ich, die Ruhe nicht mehr behalten, haben dann viel hektisch und viel 1 gegen 1 machen wollen und haben dann schlechte Entscheidungen getroffen, haben viele Turnover gehabt, haben auch am Ende jetzt. Und haben einfach auch haben dadurch die Wiesbadener immer und immer stärker gemacht. Kai, ich will dich gar nicht lange quälen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dir zum Interview zu kommen. Ich danke dir, gell?